schnell gefilmt, schnell abends hochgeladen. Es war wie so ein Wettkampf, wer das erste Video hoch hat, um die meisten Klicks zu haben. Es war so eine Heuchelei, jeder hat mit jedem Hauptsache, man kriegt alle Faces, meine Story der FIBO. In diesem Video, dieses Highlight, das ist ein ganz anderes, das hat eigentlich direkt nichts mit der FIBO zu tun, sondern es war am Freitag während der FIBO. Tim Lobinger, ein ehemaliger Stabhochspringer, einer der erfolgreichsten in Deutschland damals, so ein Kämpfer, und du denkst auch, du bist unsterblich. Du denkst, ich kann gar nichts und ich kann niemand. Und dann kommt halt eine Sache, die du nicht kontrollieren kannst. Die Bilder sind halt fies. Ne? Die kramen dann immer wieder Emotionen hoch, die man eigentlich immer ganz gut in den Griff hat. Aber es ist halt immer noch da. Ich wüsste nicht, ob ich heute hier noch so sitzen würde, wenn ich nicht Sportler gewesen wäre. Das sage ich aber jetzt hier in der Gesellschaft, sonst macht das ja auch nichts. Ist das viel besser, als wenn man immer nach Perspektive fragt oder nach dem Warum? Moin liebe Sportsfreunde, euer Gönki am Start, die FIBO ist vorbei und ich habe auch eine Story für euch mitgebracht. Tausende Vlogs waren ja ganz schnell online mit irgendwelchen Ärschen drauf und mit allen Faces, die man dort irgendwie erwischen konnte. Meine FIBO-Highlights waren ein paar andere und eins davon möchte ich mit euch teilen. Ich finde, dieses Thema, was ich jetzt hier in dem Video anspreche, wird keinem FIBO-Vlog gerecht, deswegen kommt ein Vlog nochmal separat. Das Video hier wird wahrscheinlich auch nicht so abgehen, weil wie gesagt keine Ärsche auf dem Vorschaubild sind, weil es auch nicht das erste war, was für die FIBO hochgeladen wurde und weil es in meinen Augen auch nicht der FIBO gerecht wird und nicht direkt was damit zu tun hat, weil das wirklich was mit Sport zu tun hat und die FIBO inzwischen nur noch sehr gering. Ja, da fand ich, da war schon ein bisschen Heuchelei. Alle haben da irgendwie schnell gefilmt, schnell abends hochgeladen. Es war wie so ein Wettkampf, wer das erste Video hoch hat, um die meisten Klicks zu haben. Es war so eine Heuchelei. Jeder hat mit jedem Hauptsache, man kriegt alle Faces vor der Kamera oder auf irgendein Bild, um da irgendwie Klicks zu generieren. Und das hat mich so genervt, dieses Jahr auf der FIBO, dass ich einfach keinen Bock hatte, da mitzuziehen. Und deswegen hier meine persönlichen Highlights und meine Story der FIBO in diesem Video. Und dieses Highlight, das ist ein ganz anderes. Das hat eigentlich direkt nichts mit der FIBO zu tun, sondern das war am Freitag während der FIBO. Da war ich auf einem Nike-Event und dort gab es einen Special Guest. Und dazu eine ganz kurze Vorgeschichte. Dieser Special Guest war dann am Ende Tim Lobinger, ein ehemaliger Stabhochspringer, einer der erfolgreichsten in Deutschland damals. War so ein bisschen damals, ja, so, war so ein Playboy, so ein Cristiano Ronaldo des Leichtathletics. Ich habe damals, wo ich klein war, ihn mal so gesehen auf einem Marktplatz springen in Recklinghausen. Da haben meine Großeltern gewohnt, da war ich vielleicht 6, 7, keine Ahnung, ein kleiner Junge und war voll begeistert davon, dass so einer über diese Höhen springen kann, so trainiert und muskulös war. Und der hat mich, ja, hat mich ein bisschen zum Sport auch motiviert, muss ich sagen. Ich fand das cool, das war wie so ein Superheld, wie so ein Vorbild. Und dann habe ich vor einigen Wochen halt von seiner Erkrankung erfahren. Ja, viele kennen vielleicht Tim Lobinger leider nicht mehr, das jüngere Publikum. Aber es geht nicht darum, also es geht auch nicht darum, jetzt seine Leistung zu schmälern als Sportler. Es geht einfach um diese Story und um diese Sache, die er durchlebt, um euch ein bisschen Mut zu geben. Und zwar ist er an einer sehr seltenen Blutkrebserkrankung erkrankt, ja, Leukämie, war auch noch bei Red Bull Leipzig, glaube ich, Athletiktrainer, also wegen fitter Typ und auch als Sportler sicherlich so ein Typ, der immer ja gesagt hat, wahrscheinlich zu sich selbst, ich bin fit, ich mache was für meine Ernährung, für mein Training, für meinen Körper, für die Gesundheit. Einer, der auch nach der Karriere wahrscheinlich immer zu 100% alles für seinen Körper und die Gesundheit getan hat. Und dann kommt dann halt dieser Krebs und es ist, glaube ich, hart für jemanden, der wirklich da voll dabei ist, die Realität zu erfahren, dass man nicht immer alles zu 100% kontrollieren kann. Ne? Ich kann das so krass nachvollziehen, deswegen dieses Video, dass wenn du halt jeden Tag ins Studio gehst, auf deine Ernährung achtest, bla bla bla, so sozusagen alles gibst du, so ein Kämpfer, und du denkst auch, du bist unsterblich, du denkst, ich kann gar nichts und ich kann niemand, und dann kommt halt eine Sache, die du nicht kontrollieren kannst, und ich glaube, das wirft einen ordentlich aus der Bahn, und deswegen habe ich einen riesen Respekt davor, dass Tim Lobinger diese Lebensgeschichte mit uns allen teilt und diesen Kampf gegen den Krebs auch öffentlich macht. Und ich habe vor wenigen Tagen noch oder vor 1, 2 Wochen noch Markus Lanz geguckt, die Talkshow. Ich gucke das immer nur, wenn wirklich interessante Leute da sind, und da war halt Tim Lobinger und hatte auch die eine oder andere Träne verdrückt zum Thema Krankheit, Familie und so weiter. Die Bilder sind halt fies. Ne? Die kramen dann immer wieder Emotionen hoch, die man eigentlich immer ganz gut in den Griff hat. Aber es ist halt immer noch da. Ja.
Und das hat mich emotional sehr gecatcht und beeindruckt, aber auch, dass er da halt Rede und Antwort stehen kann. Und dann gab es halt Freitag dieses Nike-Event in Köln während der FIBO, wo halt dieser Special Guest angekündigt wurde. Und wirklich, ich glaube, 2-3 Tage nach dieser Fernsehsendung, wo ich das emotional verfolgt habe im Fernsehen, steht dann ein Tim Lobinger vor einem. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, ihm auch ein paar Fragen zu stellen, weil ich finde, das hat was mit Sport zu tun. Ja? Sport, natürlich hat die FIBO auch was mit Sport zu tun, aber diese Begegnung und das Interview mit ihm hat mir doch gezeigt, wie, ja, in welche falsche Richtung Sport manchmal leider auch gehen kann. Und da gibt es eine Story mit ihm, die wirklich Menschen Kraft geben kann. Und auch wenn dieses Video wahrscheinlich nicht so viele Menschen erreicht wie irgendein Booty-Video von der FIBO oder wo Ärsche drauf sind, denke ich persönlich, ich denke, es geht nicht mal darum, mit einem Video möglichst viele Menschen zu erreichen, sondern mit einem Video sollte man vor allem auch die richtigen Menschen erreichen. Und das versuche ich halt mit dem hier. Und ich denke halt, dieser Kampf gegen eine schwere Krankheit, ja, der ist wirklich, ja, es ist verdammt hart und genau der Sport kann halt hier helfen. Und genau das ist die Story von Tim Lobinger, der wirklich sagt, wenn er nicht irgendwie Profisportler gewesen wäre und diesen Sport gelebt hat, hätte und diesen Kampf in sich, oder diesen Kampfgeist in sich hat und nicht gehabt hätte und diese mentale Stärke, dann wäre er wahrscheinlich nicht mehr da. Ja, versteht ihr? Also, dass einfach dieser Sport im übertragenen Sinne in allen Lebenssituationen und Lagen mega viel Kraft geben kann. Und diese Story ist einfach wichtig. Er hat mir dann noch sein neues Buch mitgegeben. Ich habe schon mal reingeguckt, habe es aber noch nicht ganz gelesen. Und es ist auch gar keine Werbung für das Buch. Es geht einfach um die Story und es geht auch nicht grundlegend um ihn. Er steht halt jetzt dafür, aber es geht einfach darum, dass man sagt, hey, Sport kann so viel Kraft geben, auch in allen Situationen des Lebens ist es hilfreich und auch selbst nach einer aktiven Karriere. Und ich will einfach gerade Leuten damit Sport, ich werde schon ein bisschen emotional, ich will gerade Menschen damit Kraft geben, einfach die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken und vor allem auch Leuten Kraft geben oder aufzeigen, hey, es ist nicht selbstverständlich, dass du Sport machen kannst, ja? Nutze deinen gesunden Körper, solange du es kannst, weil du weißt nicht, wann du es vielleicht nicht mehr kannst. Und Tim Lobinger steht halt genau auch für diese Punkte, denke ich. Und das hat mich halt sehr, sehr gecatcht und da sollten wir alle drüber nachdenken, ja? Dass wir auch mal wirklich die positiven Eigenschaften des Sports mal wieder hervorheben, worum es wirklich bei der ganzen Sache geht, ja? Um Leidenschaft, um Passion, um Kraft, um Kampfgeist, ja? Um wirklich etwas zu haben, an was man sich halten kann, nur durch den Sport und wo man halt auch in anderen Lebenslagen Kraft schöpfen kann. Und wenn man dann halt den Kontrast hat, gleich mit der FIBO, wo man sieht, es geht nur noch um Verkaufen, neue Supplements, Hauptsache man fällt auf, man sammelt Klicks, da hat mir das irgendwie so ein bisschen den Spiegel vorgehalten. Da habe ich gesagt, Alter, was machst du hier auf der FIBO? Natürlich, wie gesagt, FIBO hat auch positive Eigenschaften, aber wenn du dann diese beiden Stories hast, unmittelbar nebeneinander, wo du denkst, Mann, es geht doch nicht darum, hier wieder was Neues zu verkaufen oder den Arsch in die Kamera zu halten oder da nochmal 3000 Klicks im Video zu bekommen, sondern es geht darum, euch was Positives zu vermitteln und um euch eine Message mitzugeben. Und ich finde, das macht Tim Lobinger, das macht seine Story und das macht auch das, was ich versucht habe, ihn zu fragen und deswegen dieses Video. Und dementsprechend jetzt hier im Anschluss mein Gespräch mit ihm. Bitte schaut es euch ernsthaft an. Ich finde nämlich, das ist eigentlich ein Video, was viel geklickt werden sollte. Ich weiß, dass es nicht so sein wird, aber ich hoffe natürlich, den einen oder anderen von euch damit zu kriegen und vielleicht auch Menschen gerade zu helfen, die vielleicht ähnliche Situationen im Leben durchmachen oder in einer schwierigen Situation stecken oder vor allem auch Leute zu motivieren, die keinen Sport machen, um denen wirklich zu sagen, hey, solange du es machst, use it or lose it, weil du weißt nicht, wie lange du deine Beine nutzen kannst, du weißt nicht, wie lange du deine Arme nutzen kannst, du weißt nicht, wie lange du eine gesunde Lunge hast, um zu rennen oder sonst was. Wenn ihr das könnt, dann nutzt es doch bitte. Sport kann einem nämlich wirklich, Sport kann einem wirklich viel Kraft geben und das werdet ihr nie bereuen. Und genau das verkörpert halt Tim. Und da vielen Dank nochmal an ihn, dass er sich die Zeit genommen hat. Auch natürlich, dass er mir das Buch noch mitgegeben hat. Und ich wünsche ihm viel Kraft und ich denke, er wird das durchstehen. Er hat einen Kampfgeist und genau diesen Kampfgeist, den solltet ihr mit seinen Worten aufnehmen und auch auf euer Leben vielleicht übertragen. Wie würdest du mit deiner Erkrankung, oder hättest du eine Idee, damit umgehen, wenn du nicht diese sportliche Karriere gemacht hättest? Wie viel Kraft gibt dir diese Erinnerung oder diese Erfahrung, die du sportlich gemacht hast und auch die Motivation, dieser Kampfgeist? Was gibt dir das jetzt bei der Erkrankung? Wie viele Parallelen sind da, dass du sagst, ich möchte diesen Gegner besiegen, was du jetzt wirklich übertragen kannst auf diese Krankheit?
sind erschreckend viele Parallelen. Ja, also das ist halt wirklich so, dass ich fast schon sage, ich wüsste nicht, ob ich heute hier noch so sitzen würde, wenn ich nicht Sportler gewesen wäre. Das sage ich aber jetzt hier in der Gesellschaft, sonst macht das ja auch Angst. Ja, deswegen würde ich das jetzt nicht so hervorheben, aber wenn ich auch überlege, was die Ärzte gesagt haben, die haben wirklich gesagt, wie konntest du eigentlich noch einen Monat arbeiten und bist jetzt im Krankenhaus mit dem Blutwerten, hättest du schon längst zusammenklappen müssen. Ja, die Niere, die macht nichts mehr. Und das heißt, die Fitness hat mir negativ gesehen geholfen, lange durchzuhalten, dann aber auch wieder zurückzukommen und diese Tiefschläge zu verdauen. Nur körperlich erstmal. Ja? Und dann ist es halt auch so, dass natürlich Bewegung auch Glückshormone ausschüttet. Und Glückshormone heißt auch heilende Hormone. Ja, das ist halt einfach so, dass das schon gut tut, was zu machen, sich nicht nutzlos zu fühlen. Und wenn ich halt mit meinem Infusionsständer halt im Flur entlang gegangen bin, dann war es immer so 8 Bahnen, ja, 10 Bahnen, 12 Bahnen. Das war nicht, ich gehe jetzt mal ja, in den Patientenaufenthaltsraum, sondern immer sofort ein Ziel. Das ist halt typisch Sportler. Und auch dann dieses Glücksgefühl, Bankdrücken geht erstmal gar nicht. Ja. Dann Holzstange, 2 Kilo, dann 10 Kilo Stange, oh, ich kann wieder eine richtige, ich sag jetzt mal, Sportlerhandelstange, 20 Kilo. Dann ging erstmal nichts für 3 Monate und irgendwann schaffst du es wieder, ja, 10 Kilo Scheiben drauf zu machen. Dann schaffst du es nochmal 2,5 drauf zu machen und so geht es irgendwie weiter. Das ist exemplarisch für das ganze Leben, ja. Sich weiterentwickeln wollen, nicht stagnieren, ruhig mal testen, raus aus der Komfortzone. Und das ist auch was eine lange Karriere im Sport ausmacht. Ja? Also über den Tellerrand schauen, sich Tipps holen und sich einfach weiterentwickeln wollen und nicht sagen, oh, das ist fett geil. Ja? Du hast alles erreicht. Nie arrogant sein, nie denken, man ist was Besseres. Bodenständig sein und wirklich denken, okay, ich habe mal 2 Mal trainiert, irgendwo auf der Welt trainiert jetzt noch jemand, da gehe ich doch lieber mal was trainieren. Ja? Da trainiere ich noch 3. Mal, oder man sagt, hey, ich habe es heute verdient, mal wirklich nur einmal zu trainieren. Ja? Und das ist auch nie eine Qual. Ja? Training und Bewegung und Leben selbst ist immer eine Belohnung. Und das ist einfach so ja, eine gute Sportlerphilosophie, die leider so ein bisschen ausstirbt in der jungen Generation. Ja? Aber es gibt auch genug alte Sportler, die Idioten waren. Also das ist auch was immer so sein wird. Ich habe mich nie waschen lassen wollen, ja? Weil in so einer Therapie gibt es einfach Tage, dass man so erschöpft, dass man es eigentlich nicht schafft, 10 Meter zu gehen. Wenn ich Kontrolle habe, so ein bisschen über den Alltag und selbst wenn ich mir dann halt, ich sag mal, mit ein bisschen Shampoo den Kopf dann an der Wand wasche, ja, weil ich die Arme nicht heben kann, dann habe ich selbst geduscht. Und so probiere ich dann mehr und mehr wieder in so ein normales Leben zu finden, weil in so einer Leukämie-Erkrankung spielt halt Kalk bei der Ernährung auch eine Rolle. Ja, ich habe das erste Mal Burger gegessen, ja, das sind alles so Geschichten, die unheimlich wichtig sind, um sich weiterhin als Mensch und nicht als Kranker zu fühlen. Läuft von mir schon. Das ist eine Unterforderung. Schau vielleicht nur, dass der Kopf nicht abgeschnitten ist, sonst wäre es super. So, ja, ich fange einfach mal an. Tim Lohinger ja. Am Start. Erstmal eine ganz, ganz persönliche kurze Story. Ich habe dich zum ersten Mal gesehen auf dem Stadtfest in Recklinghausen als kleines Kind vor Ewigkeiten, ja, wo du dann halt so einen Show-Sprung ja. Mal gemacht hast. Und ich war gleich begeistert. Der älteste Stadtwettbewerb, den es gibt, ja? In Recklinghausen. Also ich war ja, total beeindruckt, dass ich da als kleines Kind in Recklinghausen auf dem Marktplatz jemanden sehe, der über so eine Höhe springt. Und über 30 Jahren. Ja, das war wirklich beeindruckend. Was mich interessiert, sind 2 Sachen. A, mental, gerade vor allem beim Sport, bei den Wettkampf früher. Was hast du Rituale unmittelbar vor wichtigen Wettkämpfen gehabt? Vielleicht auch beim Stadtkampf, der wahrscheinlich nicht so wichtig war. Aber was hat dich nochmal so gepusht, zum Beispiel bist du Weltmeister geworden in der Halle? Also ich hatte sehr praktische Rituale. Für mich ging es eigentlich eher darum, einen Check durchzuführen, ob ich bereit bin für das, was eigentlich mechanisch auf mich zukommt. Ja. Das heißt, es war wenig Aberglaube dabei, ich musste mich nicht 3-mal klopfen, sondern bei mir ging es wirklich darum, zu kontrollieren, dass meine Connection zum Start dann dementsprechend passt und dann alles ausblenden. Ja. Das heißt, Körperkontrolle, Haken dran und dann Fokus auf das, was kommt. Egal wie viele Zuschauer, egal welche Location, ob Stadt oder Stadion. Das war wirklich keep it simple. Wie nimmst du diesen mentalen Faktor auch jetzt mit, in schwierigeren Zeiten, wo du sagst,
ohne dieses mentale Coaching, was du vielleicht auch damals als Sport erhalten hast, ich glaube, diesen mentalen Faktor haben vielleicht andere, die eine Erkrankung haben, nie bekommen oder auch nie so stark empfunden, dass sie sich darauf auch beruhen können oder darauf festhalten können. Also wichtig ist, nüchtern und strategisch auch an eine Krankheit zu gehen. So wie man eine Trainingsplan erstellt, wenn man sich systematisch verbessern will mit Übungen und Tests und zeitlichen Phasen, so ist es auch bei der Erkrankung. Ja, es geht erstmal darum, die einfachen Dinge wieder hinzukriegen und dann zu sagen, was kommt auf mich zu, okay, das probiere ich zu erreichen, was ist die nächste Anforderung an mich medizinisch, und wenn man das so wirklich Stück für Stück angeht, ist das viel besser, als wenn man immer nach Perspektive fragt, immer nach dem Warum. Also wirklich die kleinen Schritte feiern und das einfach auch immer chronologisch sehen in der Erkrankung. Ja, also nicht zurückgucken, das ist das Schlimmste, da ist die Energie sofort weg, sondern gucken, okay, was steht morgen an? Was steht übermorgen an? Aber nicht viel weiter gucken. Wahrscheinlich auch dieses Rationale durch vielleicht Verletzungen, die auch Sportler machen, dass man sagt, wie kann ich schnell wieder gewinnen und wieder schnell dran teilnehmen und Gas geben. Also, ne? Das war auch, glaube ich, als Sportler was mich ausgezeichnet hat. Wenn ich mich verletzt habe, war ich nicht sauer und auf süßer Antwortsuche, sondern dann war es halt so. Ja, ein Lauf zu viel, eine Kraftübung zu viel, Schulter oder Bein, und dann hieß es, nächster Schritt, Arzt. Nächster Schritt wieder trainieren, nicht auf der Couch sitzen und ins Selbstmitleid zerfallen, da wird nichts von besser. Ich glaube, das ist ja gerade mentale Stärke, dass man weiß, die Dinge sind so, die kann ich gar nicht ändern, ich mache das Beste draus, oder? Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man mitnehmen kann. Also für deine Funktion, einer meiner Lieblingssprüche, was vom Training kommt, geht vom Training weg. Wenn man das mal sacken lässt, das ist so, das ist fast schon biblisch für jemanden, der auch im Bereich arbeitet. Ja, das stimmt. Das wäre fast so meine letzte Frage gewesen. Was kannst du jüngeren Zuschauern mitgeben, so als größten Motivationsfaktor? Ja, also, vielleicht gibt es den gar nicht genau für jeden. Ne? Wir sind ja in Köln, von nichts kommt nichts. Ne? Das ist halt auch im Training so. Wer abnehmen will, der muss auf die Ernährung und auf das Training achten. Das ist halt einfach so. Wer besser werden will, der muss was tun. Ja. Und man muss aber auch sich fortbilden lassen und auf Menschen wie zugreifen. Ja. Weil da lernt man natürlich was. Ja. Wenn ich Menschen immer noch auf dem Stepper sehe, es gibt zwei lustige Dinge. Regel Nummer 1 im Fußball, der Fette steht im Tor. Okay. Fakt Nummer 1 im Studio, die Dicken sind am Stepper. Ja, das ist also, Steppen bringt halt nichts in dem Sinne. Ja. Wer wirklich was machen will, für Herz-Kreislauf oder für sich selbst, funktionell denken, klug arbeiten. Ja, train smart. Gebe ich dir vollkommen recht, gerade wenn ich die Fibo betrachte, wo immer wieder neue Produkte vorgestellt sind, Eiweißpulver, Abnehmprodukte, und dann gehe ich ins Fitnessstudio und sehe Leute, die sitzen da mit ihrem Handy. Und dann denke ich, ich krieg den Arsch schon mal hoch. Oder bleib zu Hause, aber sitzt denn da rein? Weil wirklich das Wichtigste befolgen Leute nicht, die wollen eine Abkürzung, die gibt es einfach nicht. Ne? Die gibt es nicht, Super. Ja. Vielen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Glück. Gerne. Und alles Gute, auch. Genau, ich schenke dir einfach verloren. Auf jeden Fall. Deswegen machen wir noch einen Schluss. Super.